Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den 199 Euro teuren Adventskalender von Einzelstück. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Schmuck-Adventskalender und der enthält echt Schmuck, deswegen darf der in Anführungsstrichen meiner Meinung nach auch einfach ein bisschen teurer sein. 199 Euro ist schon höher in diesem ganzen Schmuck-Adventskalender-Business, ne? Das heißt ungefähr 8 Euro pro Kläppchen, aber das Ding soll einen Wert von über 1100 Euro haben. Ob das wirklich so ist, werde ich nachrechnen, das kennt ihr von mir, das ist ja auch immer so die Hauptarbeit, die Hauptaufgabe bei diesen Videos. Und ja, das wird nachgeguckt, ne? Denn ich habe eben mal so ein bisschen gescrollt auf der Homepage, da gibt es Sachen für 30, für 40 Euro, aber auch für viel, viel mehr, weil du müsstest ja theoretisch über 40 Euro pro Kläppchen an Produktwert haben. Ich bin sehr gespannt, was hier drin sein wird, wie er aufgestellt ist und ja, von außen sehr schlicht, von innen ebenfalls sehr schlicht. Es sind halt 24 kleine Böckschen und jetzt möchte ich mal gucken, was in ihm steckt. Deswegen starten wir mit Box Nummer 1, die sich schon in Wohlgefallen auflösen möchte. Und hier sind direkt mal zwei Sachen drin. Das verstehe ich jetzt auch, weswegen das dann wahrscheinlich etwas hochpreisiger sein wird. Oder ist es ein Versehen, das weiß ich nicht. Also, das ist so eingepackt in kleine Tütchen und hier haben wir wohl eine Kette drin. Und da ist ein Gänseblümchen als Anhänger. Finde ich wunderschön. Ich habe mir offensichtlich die Schmuckfarbe Gold ausgesucht bei meiner Bestellung. Ich weiß jetzt nicht, wie lang solche Ketten sind. Ich denke, dass die hier jetzt etwas kürzer sein wird. Deswegen, oh, nee, doch gar nicht so kurz. Ich meine, ja, doch, die ist schon relativ kurz, ne? Recht filigran, aber es fässt sich sehr schön an. Also das ist eine tolle Kette, die ich mir zum Beispiel vorstellen könnte für Like a Daisy in Spring. Das ist ja auch, ja, Daisy, ne? Gänseblümchen. Und dann haben wir auch noch mit dabei, was ich richtig gut finde, ganz ehrlich, so Anhänger und eine Verlängerung, wenn ich das richtig sehe. Nee, das ist einfach nur eine Verlängerung. Genau, kein Anhänger, das ist eine Verlängerung. Finde ich sehr sympathisch. Also ich habe auch schon so viele Adventskalender ausgepackt, auch echt viele Schmuck-Adventskalender. Und jetzt letztens noch den von Noamaya, wo ich gesagt habe, ach Mensch, das ist alles so eng und so klein und Mensch, damit machst du es ein bisschen länger und das hätte ich mir einfach auch bei dem anderen gewünscht, ne? Und ich denke, dass wir das jetzt hier nur in der 1 drin haben, aber das finde ich vollkommen in Ordnung. Dann haben wir eine Verlängerung. Mega! An der Verpackung müssen die noch ein bisschen feilen, weil diese, das Innenleben hält so ein bisschen die Boxen fest, aber immerhin haben wir Boxen, was ich sehr schön finde. Hier habe ich jetzt den 2. Dezember und da habe ich Ohrstecker drin, die passend zur Kette sind, auch in diesem Gänseblümchen-Style. Wunderschön. Also mir ist der Adventskalender jetzt schon sympathischer als viele andere, die ich jetzt zu dem Zeitpunkt offen hätte, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Also, es sind halt wirklich handgefertigte Sachen, das heißt, du siehst auch nicht diese industrielle Perfektion, um das mal so zu sagen, ne? Also das ist sehr, sehr fein gearbeitet und dementsprechend ist auch jetzt zum Beispiel nicht jedes Blatt gleich oder so. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ich finde, das macht das Ganze wertiger und individueller. Also für mich sieht es jetzt nicht dadurch, dass es vielleicht so kleine Fehler aufweist, schlechter aus. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier habe ich ein Armkettchen drin. Hier haben wir jetzt unser Schmucksatt, denke ich mal, komplett. Und auch hier kannst du theoretisch ja diese Verlängerung dran machen, was für mich einfach optimal ist, ne? Ich habe halt keine super filigranen Armgelenke, das ist so. Und dementsprechend habe ich hier auch die Möglichkeit, das Ganze zu verlängern. Und ja, hier habe ich jetzt mein schönes Komplettset mit den Gänseblümchen. Hier haben wir die Nummer 4. Oh nee, da fehlt noch was. Und zwar ein Ring. Oh, der sieht aber hübsch aus. Ist auch größenverstellbar. Den mache ich mir jetzt einfach mal um. Ich habe jetzt noch keinen Ring um jetzt heute. Vor allem, also das ist Geschmackssache natürlich, weil du hast dann jetzt 4 Schmuckstücke, wo dann auch so Gänseblümchen drauf sind. Das ist halt nicht dieses klassische jeder kann es tragen Stilgedönsen, ne? Also nicht so zeitlos, aber es ist hübsch. Ne? Schön ist halt auch, dass er größenverstellbar ist und sehr, sehr schön gearbeitet. Also ich mag den sehr gerne leiden. Und ihr habt mich viel nach diesem Adventskalender gefragt, ob ich den auspacken kann. Klar, weil der halt echt teuer ist. Das Problem, was ich halt auch echt sehe, ist, dass man nicht genau sehen konnte, was drin ist, sodass man halt wirklich die Katze im Sack gekauft hat. Und ich musste zum Beispiel den Adventskalender, also die Banderole musste ich richtig abreißen. Das heißt, du zerstörst ja den Adventskalender, wenn er ankommt. Und wenn du dann reinguckst und der gefällt dir nicht, ist halt schwierig. Deswegen würde ich mir von den Firmen halt echt wünschen, dass die irgendwie
ermöglichen, den Inhalt halt vorab zu sehen, ne? Oder dass die halt die Adventskalender auch einfach ein bisschen eher rausschicken, damit man den auch dann wo auf YouTube oder wo auch immer, ne, sehen kann. Aber naja, machen wir mal mit dem 5. Dezember weiter. Auch hier wird sich dann ein Schmuck... Nein, dann habe ich wohl irgendwie einen gemischten. Oder war da irgendwie... Also ich weiß es nicht mehr, also ich weiß es wirklich nicht mehr, welche Farbe ich ausgewählt habe. Es kann gut sein, dass ich irgendwie mixed ausgewählt habe, denn jetzt habe ich hier ja zum Beispiel ein goldenes Set und jetzt fängt etwas Silbernes an. Da habe ich zuallererst hier eine schlichte Kette und ja, die schaut so aus, kannst du auch zu super vielem kombinieren. Und das finde ich auch echt schön. Ist dann natürlich die Sache, hier kannst du jetzt nicht unbedingt, kannst du schon, aber sieht halt nicht so hübsch aus, diese goldene Verlängerung dran machen. Aber gut, ja, haben wir hier mit drin. Mag ich gerne leiden. Ist eine schlichte Kette, kannst du zu einem tragen. Ist super. Nikolaus. Hier haben wir was Goldenes drin. Ein Armband. Okay. Oder ist es auch eine Verlängerung? Also Nikolaus sollte ja eigentlich auch eher was Besonderes sein. Ja, wir haben hier ein Armband drin. Okay, ne? Das ist einfach ein schlichtes Armband ohne Hängerchen oder sonst irgendwas. Aber es ist schick. Definitiv. Der 7. Dezember enthält natürlich auch wieder ein Schmuckstück. Und hier haben wir auch wieder ein Armband drin in Gold. Und das hat auch so Kugelglieder zwischendrin, um das Ganze wahrscheinlich einfach etwas aufzulockern. Und ja, finde ich ganz hübsch. Ist halt noch ein Armband hinter einem Armband. Ist jetzt, ja, wir können jetzt wieder ein bisschen mehr Kabum kriegen, denn die Nummer 8 darf, soll auch jetzt natürlich auch machen, dass es kracht. Das wäre ja wünschenswert. Hier sind wir wieder bei Silber angekommen. Oh, schön. Hier haben wir ein sehr schönes Steinchen auf jeden Fall drin. Und das ist eine Kette. Das mag ich ja gerne leiden. Das ist so ein Funkelsteinchen. Ich weiß nicht, was das dann für ein Stein sein soll. Ne? Das kann man jetzt so nicht identifizieren, aber wir haben auf jeden Fall eine wunderschöne silberne Kette. Also mir gefällt auch die Silberfarbe hier von Einzelstück, ne? Muss ich wirklich sagen. Sehr hübsch. Man zerstört doch tatsächlich den Adventskalender, ne? Wenn man dann versucht, die Boxen rauszunehmen und die hängen halt sehr, sehr fest. Ich gucke gerade. Die Länge der Kette ist ja auch eigentlich immer entscheidend für den Preis, aber ich glaube, hier haben wir auch nicht wieder so eine super lange Kette gehabt. Egal. In der Nummer 9 dürfen wir uns dann auch über unser nächstes Schmuckstück freuen. Und auch das ist Silber. Und hier haben wir ein Armband, was so, ja, ja, so ein bisschen diese Schlangenoptik ist oder diese Schlangenglieder besitzt. Das ist dann halt etwas starrer. Schaut dann so aus. Finde ich wunderschön. Ich trage halt nur keine Armbänder, ne? Also sehr, sehr selten. Wobei das tatsächlich auch etwas wäre, was ich tragen würde, so auf schicken Anlässen oder so. Ja, hier oben steht es auch drauf. Multi habe ich wohl gewählt. In der Nummer 10 darf es jetzt wieder mit einem silberfarbenen Schmuckstück weitergehen. Und da haben wir passend zu der Kette, die ich eben ja auch so hübsch fand mit diesem Glitzersteinchen, ein Armband. Auch das mag ich echt gerne leiden. Wie gesagt, Armbänder und ich sind nicht die besten Freunde, aber das ist nicht schlimm. Ich weiß auch, dass viele ja nicht so gerne Ohrringe mögen oder so. Ist immer eine Präferenzgeschichte. Die Nummer 11 enthält ein goldfarbenes Schmuckstück. Okay, wir hatten ja schon so ein Armband mit dieser Schlangenoptik in Silber. Jetzt habe ich das hier in Gold. Wie gesagt, wunderschön. Kann ich mir, wie gesagt, oh Gott, zu sehr schicken Anlässen vorstellen. Aber ansonsten im Alltag wird es mich stören. Zur Halbzeit erwartet uns wieder ein goldfarbenes Schmuckstück. Oh, das muss ich auspacken. Hier haben wir nämlich eine Kette und die hat einen Anhänger dran. Und diesen Anhänger möchte ich mir mal etwas genauer ansehen. Ups, oh, blau. Türkis, oh, sowas mag ich. Hm. Könnte vielleicht für den einen oder anderen zu bunt sein. Ich feiere diese Farbgeschichte sehr. Na, jetzt hat er sich gedreht. Ach so, die Kette ist verdreht. Mache ich so rum. Hey. Hat Glitzersteinchen oben und dann diesen wunderschönen, das ist so hübsch. Ich weiß nicht, was das für ein Stein ist. Ob das ein Echtstein ist, ich denke nicht, dass es Glas sein wird. Also in dem Preissegment gehe ich einfach mal davon aus, dass es auch wirklich irgendwas Echtes ist. Ne? Und sieht sehr, sehr hübsch aus. Also ich mag es, wenn man halt wirklich auch so ein Kleid zum Beispiel in dieser ähnlichen Farbe hat. Oh. Kann das richtig schön werden. Ja, wir starten jetzt mit der zweiten Halbzeit und da habe ich hier den 13. Dezember und da haben wir etwas Silberfarbenes drin. Das ist auch eine Kette, eine kurze Kette und hier haben wir, Geschmackssache, einen ja, herzförmigen Anhänger dran, den man sicherlich auch, wenn es einem gar nicht gefällt, irgendwie abmachen kann oder so, weiß ich jetzt nicht. Finde ich süß.
finde ich jetzt aber auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Obwohl ich die Gänseblümchen nicht zu viel fand, merkwürdigerweise, ist das jetzt nicht ganz so mein Vibe. Na doch, ich ruder mal eben zurück. Es sind die Schmuckstücke abgebildet, also ein Großteil der Schmuckprodukte. Da sehe ich definitiv auch Bilder zu. Also da muss man sich jetzt einfach mal nicht beschweren, ne? Das heißt, du hast auch schon vorab zum Teil gesehen, was du bekommen hast, und das finde ich sehr, sehr cool. Labarababa, die Nummer 14, wartet nun auf uns, und hier haben wir ebenfalls ein goldfarbenes Schmuckstück drin. Das ist die gleiche Kette nochmal offensichtlich, nur halt in Gold. Okay, ja gut. Ich weiß nicht, ob ich das feiere, dass wir jetzt die Produkte dann quasi nochmal so bekommen. Hatten wir bei dem Armband ja eben schon, ne? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Der 15. Dezember enthält für uns ein rosé-goldenes Schmuckstück. Die waren abgebildet, aber ja, die waren abgebildet, doch, genau. Und hier habe ich jetzt mehrfach schon gelesen. Claudi, versuch's mal, und deswegen werde ich es jetzt auch mit euch live vor der Kamera ausprobieren. Das sind nämlich solche ganz besonderen Ohrhänger. Also, viele von euch haben mir auch geschrieben, dass sie solche Dinge auch nicht durchgebrockelt bekommen. Andere haben mir geschrieben, dass sie das ständig tragen. Aber, dass sie sowas tragen, wenn das von hochwertigen Herstellern ist. Und dann tut das hier auch nicht so weh. Wir haben hier einen wirklich sehr hochwertigen Hersteller, die auch explizit auf ihrer Homepage schreiben, dass es auch Schmuckstücke sind, die extra filigran auch gearbeitet werden. Deswegen bin ich gespannt, ob ich das jetzt angezogen bekomme. Wow, das ist jetzt auch ziemlich fancy, ne? Ich habe ein bisschen Angst, muss ich gestehen, weil das letzte Mal, als ich das mal probiert hatte, tat das so weh. Und ich habe auch ein bisschen Angst, ob ich das überhaupt dann wieder ausgezogen bekomme. Nee, au. Mm-mm. Ich kriege das nicht durch. Nee, das tut mir leid. Das geht nicht. Jetzt habe ich versucht, es anzuziehen. Jetzt kann ich das natürlich nicht weitergeben, ne? Das ist schwierig, aber es ist, wie es ist. Werde ich dann desinfizieren und im Familien- und Freundeskreis nachfragen, aber so verlosen oder so würde ich sowas natürlich dann nicht mehr. Ja, gebt mir ruhig eure Tipps. Das würde mich nämlich brennend interessieren, weil ich sowas wunderschön finde, wie ihr es schafft, dass ihr das durch euer Ohrloch gezogen bekommt. Also mir tut jetzt mein Ohrloch so weh. Das tat gerade richtig weh. Aua. Weil das hat hier auch an diesem Stab so ein Knubbel und auch so einen ganz kleinen Knick dran. Ich hoffe, dass die Kamera das jetzt fokussiert. Hier oben sieht man das vielleicht, ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackpunkt. Und das tut dann halt einfach ein bisschen weh. Und diese Glieder da durchzuziehen, ist halt auch nochmal eine Hardcore-Situation, ne? Au, jetzt brennt mein Ohr. Aber hey, ich habe es ausprobiert, ne? Weil ich mir gedacht habe, für 199 Euro sollte das ja auch irgendwie dann funktionieren. Leider nicht. Schade. Ich hätte die Vögel gerne an meinen Ohren hängen gehabt. Jetzt muss ich mir da gleich erstmal ein bisschen Wund- und Heilsalbe drauf machen. Die Nummer 16. Also teilweise sehen die Verpackungen relativ zerdrückt aus. Und ja, die schreiben halt auf ihrer Homepage, dass die extra keine super überteuerten Verpackungen nehmen, damit der Preis halt stabil bleibt, wie auch immer. Hier habe ich eine Kette drin, auch hier in Herzform. Das ist jetzt in Roségold, was ich auch ganz hübsch finde. Also das Roségold an sich finde ich ganz hübsch, aber ja, Herzketten kannst du immer mal wieder machen. Ist auch eine feine Kiste, ne? Mich persönlich holt das nicht so ganz ab. Die Nummer 17. Hier haben wir auch wieder Roségoldschmuck und da haben wir passend zu der Kette das Armband mit drin, das so ausschaut, was ich auch sehr, sehr hübsch finde. Ne? Das passt halt setmäßig auch ganz toll zusammen und kann auf jeden Fall was werden. Nicht bei mir, aber bestimmt bei jemand anderem. Die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir sind jetzt wieder bei Silberschmuck angekommen und da haben wir die Blume des Lebens als Kette drin. Finde ich sehr, sehr hübsch. Und wir kennen die Blume des Lebens ja als Logo von Purelay. Und hier haben wir die als Kette in diesem Adventskalender drin. Und ja, ist eine sehr, sehr schöne und sehr filigran gearbeitete Kette. Und auch hier wieder das Silber, was ich einfach vom, ne, mag ich gerne leiden vom Farbton hier.
Die Nummer 19 halte ich jetzt in meinen Händen und hier ist wieder was Goldfarbenes drin. Hier haben wir zu dem Armband, was wir eben drin hatten, mit diesen Kugeln, die dazu passende Kette. Also hier sehen wir dann die Kette entsprechend, ne? Und ja, finde ich auch sehr hübsch, sehr klassisch und schön kombinierbar mit sehr vielem und zeitlos. Genau, zeitlos ist der das, was mir eben gefehlt hat vom Wort her. Die Nummer 20. Ja, wir sind auf dem Endspurt Richtung Heiligabend und hier habe ich eine extrem schöne Kette drin. Oh, ist die schön. Das ist eine Schneeflocke. Das passt voll zu dem Adventskalender. Also das ist halt erstmal generell, ne, in einem Adventskalender so drin ist. Und die sieht so schön aus. Also das ist so edel, so fein gearbeitet. Also solche Schmuckstücke erwarte ich halt auch irgendwo ein Stück weit drin, weil das... das sind halt teure Sachen, ne? Genau, und sowas würde man auch zum Beispiel zu Weihnachten verschenken oder so. Und deswegen feiere ich es, das hier drin zu haben. Das ist wirklich eine Kette, die ich auch sehr, sehr gerne tragen werde. Also mag ich gerne. Ich habe ja auch so eine Kette, so eine Kette, die ich vor Jahren mir mal gekauft habe mit so einem, so einer Windrose oder so drauf. Auch richtig schön. Oh, natürlich muss man bei so filigranen Ketten aufpassen, die können sich verheddern. Aber ich habe ja auch so einen Schmuckschrank mittlerweile, so einen Spiegelschrank, wo ich meinen Schmuck drin aufbewahre. Da hängen die dann auch und können sich nicht verheddern. Wunderschön. Also wenn wir dazu noch ein richtig schönes Set bekommen, das wäre natürlich mein persönliches absolutes Highlight. Die Nummer 21 enthält hoffentlich... das kommt jetzt hier noch zu unserem Vogelset. Okay, das ist eine dazu passende Kette. Ja, genau. Also auch ein sehr hübscher Vogel. Ne? Das ist ja ein Kolibri, denke ich mal. Und ich mag alles irgendwie, was ja auch mit der Luft zu tun hat. Ich bin ja Zwilling, also vom... Element, Kreiszeichen, keine Ahnung, kenne mich damit nicht aus. Ich habe halt durch irgendeine Essence-Kollektion mal herausgefunden, dass mein Element die Luft ist. Und das passt halt auch irgendwie, weil ich bin so vogelfrei, keine Ahnung. Ich bin halt, das passt wirklich, ne? Und deswegen mag ich gerne Vögel und ich mag gerne alles, was so mit Luft zu tun hat. Deswegen finde ich das hübsch, ja. Dann schauen wir mal, was am 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend hier drin ist. Oh, ich hätte es so cool... Nee, doch nicht. Okay, das ist noch ein anderes Set. Ich hätte nämlich cool gefunden, wenn die Sets auch in der gleichen Farbe gemacht hätten, weil ich dachte, das würde jetzt zu diesem Set mit diesem wunderschönen blauen Stein gehören. Aber nein, wir haben in Roségold hier eine weitere Kette drin und die hat einen grünen Stein dran. Sowas ist auch meins. Ich bin eigentlich nicht so der Ultra-Fan von super bunten Schmucksachen, aber... wenn es so outfitmäßig passt oder wenn ich halt auch einfach das Schmuckstück an und für sich schön finde, dann ist das schon eine feine Kiste und das sieht einfach auch hochwertig aus. Wir haben, wie gesagt, im Roségold mit so einem wunderschönen grünen Stein hier eine Kette drin und die finde ich auch extrem hübsch. Also das ist schon meine Welt, ne? Das ist hübsch und ich habe grüne Augen, deswegen passt das auch zu so vielen. Hierzu wird sogar passen, also zu diesem Kleid, was ich anhabe, ne? Jojo, schön. Jojojojo. Jetzt müssen die auch mal so ein bisschen auf die Tube hauen, damit wir hier auch wirklich den mega krassen Wert, den die angegeben haben, irgendwie erreichen können. Mal schauen. Die Nummer 23, einen Tag vor Heiligabend, bekommen wir hier nochmal passend zu der Kette, die wir gerade drin hatten. Aber das meine ich halt, ne? Das ist in Gold jetzt. Okay, du kannst Schmuckfarben kombinieren, aber naja. Ja, das sind Ohrstecker und die haben halt diese grünen Steinchen dran. Finde ich wunderschön, werde ich auch verwenden. Vor allem, weil ich Grün und Gold in Kombi voll schön finde. Da hätte ich mir wahrscheinlich auch eher gewünscht, dass die Kette, die ich hier drin hatte, jetzt gerade, auch in Goldschmuck gewesen wäre. Aber gut, ich habe Multi ausgewählt, da muss ich dann auch akzeptieren, wenn das Ganze anders gemixt ist, als ich mir das vielleicht gewünscht hätte, ne? Aber die finde ich hübsch. Also für mein zweites Ohrloch zum Beispiel, ne? Weil an meinem Ohrläppchen selber werden die wahrscheinlich etwas verloren. Da mache ich mir lieber etwas größere Ohrringe dran. Stimmt, wir haben wir gar keine Ohrringe hier drin. Doch, wir haben diese Kolibri-Ohrringe, aber ansonsten haben wir bislang keine Ohrringe drin gehabt. Ist dann wahrscheinlich für die auch ganz cool, die nicht so viele Ohrringe tragen, ne? Okay. Rommelwirbel für den 24. Dezember, das ist Heiligabend. Ich persönlich würde mir jetzt wünschen, dass ich was Passendes zu meiner Schneeflockenkette bekomme, weil die feiere ich ja sehr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir was Passendes für unseren blaues Steinset gedönsen bekommen, weil das ist ja noch nicht ganz so komplettiert und das wäre auf jeden Fall passend. Schauen wir mal, ob ich dazu hier was drin habe. Es ist etwas in Silber. Und es ist zu der Blume des Lebens. Okay. Und das dürfte dann ein Armband sein. Okay. Ja.
haben wir dann dazu ein Armband drin. Ist jetzt für mich nicht so die Ultra 24, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Da hätte ich mir eher was anderes drin gewünscht. Also ein Armband in der 24, nicht so mein Ding. Kommen wir zum Fazit des Adventskalenders. Ich persönlich finde ihn vom Inhalt her eher durchwachsen. Also es sind wirklich wertige Schmuckstücke, das merke ich auch, ne? Das sehe ich, das finde ich auch klasse. Ich würde ihn, wenn ich ihn nächstes Jahr kaufe, nicht nochmal in Multi kaufen, weil du dann halt wirklich auch ein Set hier drin haben kannst, aber das ist dann in verschiedenen Farben, was ich sehr schade finde. Wir haben hier am Anfang direkt ein großes Set drin gehabt, was aus 5 verschiedenen Produkten bestanden hat, was ich eigentlich echt cool fand und mir gedacht habe, Mensch, so kann es gerne weitergehen, aber das haben die leider nicht fortgeführt. Das wäre, richtig, richtig gut gewesen. Der Adventskalender ist vom Inhalt eigentlich ganz schön befüllt, aber da gibt es tatsächlich den einen oder anderen, den ich dann doch lieber aufmachen würde im Advent. Trotzdem habe ich hier ein paar Schmuckstücke für mich gefunden, die auch behalten werden und den Rest gebe ich dann in Verlosung und so weiter weiter. Ihr wisst es ja, ne? Ich kann ja nicht alle 160, 180 Adventskalender hier komplett behalten. Aber nun, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender so fandet, ob ihr den vielleicht auch selber habt und wofür ihr euch entschieden hättet. Silber, Gold, Roségold oder auch die Mixed-Variante. Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier schon von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.